MiniKeyPass ist ein einfacher Passworttresor, der aber sehr nützlich ist. So sieht es beim ersten Start aus. Es ist also noch keine Seite natürlich angelegt. Mit einem Tipp auf das Plus kannst du eine neue Datenbank anlegen. Ich empfehle dir hier auf Version 2 umzustellen und die nenne ich mal einfach Passwörter und gebe hier gleich ein Passwort. Bitte mach das nicht mir nach. 1, 2, 3, 4, das mache ich nur der Einfachheit halber. Hier brauchst du natürlich ein Passwort, das wirklich sicher ist und das du ganz sicher auch nicht vergisst. Das ist der Zugang zu all deinen weiteren Passwörtern. Das musst du dann jeweils eingeben und anschließend hast du Zugriff auf all deine Logins. Und wenn ich jetzt da drauf tippe, werde ich sofort wieder gefragt nach diesem Passwort. Mit Fertig bin ich nun drin. Und du siehst, es sind schon diverse Ordner angelegt. Wenn du jetzt sehr viele Einträge hättest, so könntest du diese Unterordner nutzen, um das Ganze noch etwas zu unterteilen. Ich habe nur 4, 5 im Moment und deshalb lösche ich die. Das kannst du mit so einem Wisch tun. Und über das Plus lege ich direkt den ersten Eintrag an, zum Beispiel Google, das ist einfach der Titel, dann der Benutzer, das ist die Gmail-Adresse, dann das Passwort, das zeige ich dir natürlich nicht und schließlich noch die Adresse, die kannst du auch zuvor im Browser kopieren und einfügen. Falls du weitere Informationen hinzufügen möchtest, zum Beispiel eine Seriennummer oder so etwas, so kannst du hier jeweils den Namen dieses Eintrags wählen und darunter dann den jeweiligen Wert. Ich mache die hier abbrechen. Die Kommentare kannst du auch brauchen, zum Beispiel für weitere geheime Notizen, zum Beispiel die Nummer deines Veloschlosses oder so. Das ist also auch eine verschlüsselte Notiz im Prinzip. Ich tippe auf Fertig und sogleich ist dieser Eintrag erstellt und ich mache noch ein paar weitere. Ja, du siehst, jetzt habe ich 2 Einträge und in Zukunft kannst du direkt diese Seite aufrufen, direkt in dieser App und über diese Felder, indem du zuerst den Benutzernamen auswählst und dann ins Passwort klickst und hier noch auf dieses Sternchen tippst, diese Login-Daten eingeben und so kannst du direkt auf diese Seite zugreifen, ohne jemals diese App verlassen zu müssen. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass du dieses Passwort kopierst, indem du einfach reintippst und nachher in Safari auf die entsprechende Seite gehst. Zum Schluss noch ein paar Tipps zu dieser App. Zunächst einmal möchtest du vielleicht diese Passwörter auch auf anderen Geräten, sei es dein Smartphone oder dein Computer, nutzen. Das kannst du ganz leicht machen über dieses Teilen-Symbol. So wird die Datenbankdatei, die du angelegt hast, in einer anderen App, zum Beispiel in der Dropbox, geöffnet und auf dem anderen Gerät kannst du diese dann wiederum importieren. Dann das Zahnrad-Symbol, wie immer für die Einstellungen. Hier kannst du noch weitere Funktionen aktivieren, beispielsweise, dass die App immer gleich wieder mit einem PIN geschützt wird, nach einer bestimmten Zeit. Und viele weitere Funktionen werden dir erklärt bei der Einstiegsseite, nämlich hier über dieses Fragezeichen, das ist quasi das Handbuch der App.